Gut, dann können wir jetzt weitermachen mit unseren Ermittlungen. Fang und Britney. Oh, ein Haus. Und Fang und ihr Papa, der Po. Der Papa-Po. Oder der Po-Papa. What is this sketch? Is this some kind of map? Das nehme ich mit. Es ist kaputt. Aber auch irgendwie komisch, dass da irgendwie so das Gas rauskam. Das war jetzt irgendwie schon wie ein etwas modernerer Mechanismus. Das ist jetzt nichts irgendwie so Antikes. Da ist nichts mehr, was ich bräuchte. Okay. Ah. Ja, Fußspuren. So, jetzt bin ich hier. Das erkenne ich daran, dass hier diese Holzdinger sind. Jetzt müsste ich nach links oder nach rechts. Wahrscheinlich nach rechts, weil es hier nach rechts abgeht. Jetzt bin ich an den zwei Bäumen, was man daran erkennt, dass da drüben zwei Bäume sind. Okay, das ist schon ein bisschen irgendwie keine Ahnung. Und jetzt muss ich geradeaus, aber wie gehe ich denn besonders geradeaus weiter? Ist es das hier? Need to find Fang. Nee. I better retrace my steps. Okay, rechts. Nochmal rechts. Okay, der Bär. Oder was auch immer das ist. Wildschwein, keine Ahnung. Okay, das ist einfach genug zu finden. Hier ist dieses kaputte Ornament. Soll ich jetzt einfach nochmal nach rechts gehen? Need to find Fang. Oh. I better. I cannot allow myself to get lost. No, I can't get lost. Hä? I cannot allow myself to get lost now. No, I can't get lost. Ach so. Weil ich nicht zurückgeklickt habe. Ich dachte gerade. So, okay, dann hier durch. Das ist ein bisschen offensichtlicher gewesen. Und okay, das ist auch recht offensichtlich. Ah. Okay. Goldstatue liegt hier rum. Goldenes Lama. Ein Stück Holz. Hier sind das Baumstämme oder Stöcke. Was ist das der richtige? Oder Pfähle. Was ist der richtige Begriff hier? Ja, ja. Okay, rein in die Kapelle. Ah, spannend. Den Haken nehmen wir mit. Da ist... krass. Einfach festgefroren. Es scheint so, als ob der Typ diese Figur ein kleines bisschen zu sehr haben wollte. Ja. Seil. Seil, weiß ich, kann ich hier festmachen. So. Das Ding schmeiß ich hier hin. Klar, völlig realistisch. Ist die Statue einfach mal über den Abgrund gesprungen. Okay, Statue muss hier rein. In der richtigen Reihenfolge drücken. Aha. Das ist das letzte Stück davon. Okay. Ah, okay. Ein Mönch fehlt. Diese Lamas sind nicht ganz so persevering, keine Ahnung. Wie die anderen zwei, welche anderen zwei? Fehlt mir noch eins. Okay. Ah. Ein spitzkantiges Ornament. Ich finde es interessant, diese Rosen, die sind noch relativ, also vertrocknet, aber eigentlich relativ frisch noch. Da komme ich nicht hin, da fehlt mir... Ah, ich weiß, was mir da fehlt. Das hier fehlt mir da. So. Sind zum Glück auch kleine Aussparungen drin. Passen perfekt rein. Ab in die Höhle.
It's Fangs. She must have been here. Huh. Okay. Ah, nee, das ist der Ort, den sie aufgesucht hat zum... für Sicherheit, oder? Weil sie gesagt wurde. Okay. Das ist ein Puzzle, wo ich diese Rohre anordnen muss, aber da fehlt noch was. Oh. Kleber. Eine Platte. Aha. Ein Schlüssel. Muscheln, Ammonitfossile. Keine Ahnung. Jetzt würde ich sagen, passt hier rein. Und das nächste Wimmelbild. Ach so, ja gut, das ist relativ simpel. Ah. Fertig, okay. Das gehört wahrscheinlich hierhin. Okay, und das hier muss zusammengeklebt werden. So. Lenke den Strom so, dass er sich unten zusammen... dass er unten in den Kanal reinkommt. Und ein geschlossener Kreis ist. Okay. Das heißt eigentlich... darf ich den hier gar nicht benutzen. Weil es gibt sonst keinen, an dem ich es wieder zusammenführen könnte. Oder? Ach nee, oder so. Klar, es gibt eine Sackgasse. Ah. Oh, Fang, are you all right? Wait, is this your hideout? Then who did... why are... I don't understand what's going on. Okay, in Ordnung, wir haben sie. Hier kann man Sachen machen. Ich frage mich, wofür dieser Tisch da ist. Es sieht wichtig aus. Egal, wir nehmen einfach mal diesen Block hier mit. Ah, okay. Den Block nehmen wir auch mit. Das können wir spielen. Aha, bewege die Türen, um das an das an den Gegenstand zu kommen. Okay, wie wäre es mal mit so? So. Okay. So, damit öffnet sich das Don't hier. Don't touch the figurine. Fang says you're on Arsa. Are you? Depends. Are you the one killing people with strange magic? What? No, I thought he was one of your people. Okay, let's start from the beginning. There's a Reaper on the loose, trying to open the gate to the ultimate evil. This statue is the key to the only thing that can stop it. Well, good thing it's re- Hey! Take a look. Auch nochmal danke für die schöne Exposition, Herr Expositionserzähler. Ich bin so witzig. Und, und ich finde seine Stimme unglaublich schlecht eingespielt. There is an ancient weapon against the evil. It is a creature named Wrath of God. To wake it, one needs to create a candle made of special ingredients and light it at the altar in the secret chapel. To defeat the one who came here, we must release Wrath of God. Will you help me? Of course. Then we need to find the ingredients. One of them is a very rare resin. It is dangerous to acquire, so I'll deal with that. Please,
find these ingredients and let's meet here. Klar, natürlich. Hatten Sie kein besseres Mikro für ihn? Sie hatten doch ein besseres Mikro für ihn im Hauptspiel. Okay. Aha, aha. Ja, kannst deine Hand auch wieder runternehmen. Hier war das. Aha, tausche ich es so aus, dass die Robe mit dem Hintergrund übereinstimmt. Auch, ich muss sagen, von wegen so, das hier ist das Dings, das hier ist die Waffe gegen das ultimative Böse. Ja, unglaublich gut geschützt. So, ich habe Dinge, das hier und... Aha, hier muss ich irgendwelche... Das hat viel gebracht, aber... Ach so. Ja, weil ich diese Dings hier brauche. Und ein weiteres Lama. So, und ich muss zu dem Dings zurück. Aber woher weiß er genau, wie das aussieht? Und wieso ist dieser Zettel in dieser alten Statue drin, wo dieses Fass und diese Dings dargestellt werden? Ich meine, hä? Aliens. Will ich mal nur gerade reinwerfen. Echsenmenschen wahrscheinlich. So. Sorry, Pflanze. Ah. Ein ritueller Kerzenhalter. In Ordnung. Okay. Dann gehen wir mal wieder zurück in die Höhle. Ah, oh. Hä? Hier ist irgendwas passiert. Okay. Was ist das? Violette? Ah. Ich kann jetzt sonst aber auch gerade nichts machen. Oder? Ah. Ach so, ich dachte, das ist jetzt. Darf ich das schon wieder machen? Aber die Flöte habe ich jetzt bekommen. Okay, so. Ah. Fang, what's going on? Ah. Okay. Fang, do you know where he is now? Süße Zeichnung. Okay, flotte Zeichnerin. Okay. Dann wissen wir aber jetzt, naja, gut, okay, wir wissen nicht, was passiert ist, aber, ne, also der Priester kam und hat Sachen angestellt. So, muss das hier rein? Ja. Uns fehlt aber noch was. Steine? Also erstmal müsste der hier... Ja, nee, die Steine fehlen. Nee, die Steine sind da. Ist alles am richtigen Ort? Ja, pff, keine Ahnung. Sag du es mir. Ich fürchte, ich brauche noch Streichhölzer. Das ist, glaube ich, eine Sache. Ansonsten... Ach so, will Mädel vielleicht wieder ihre Flöte zurückhaben? Nö. Okay, dann nicht. Hier ist nichts, was ich noch machen kann, nee. Lamas, sie symbolisieren Dings Zielstrebigkeit oder Durchhaltekraft.
zu einem Ziel, das es wert ist. Ich frage mich aber gerade eigentlich, warum Lamas, weil sind Lamas nicht südamerikanische Tiere, die in den Anden oder ja, so leben? Und wir sind hier doch im Himalaya. Also am komplett anderen Ende der Welt. Warum haben die da Lama-Statuen? Ich meine, können sie natürlich haben, aber ich finde, es macht jetzt nicht so den allergrößten Sinn. Aber hä? Ist alles voll mit diesem violetten Dings und... Mal ganz ehrlich, der müsste hier doch vorbeigekommen sein dann. Wenn hier auch Blutspuren sind und so. Wieso haben wir das nicht mitbekommen? Ich glaube nicht, dass es da drin noch Sachen gibt, die ich brauche. Oh, aber hier gibt es Sachen, die ich brauche. Ja, die Streichhölzer, genau. Ich habe eigentlich relativ random nur drauf rausgeklickt. Toothbrush, Drawing, chinesische Suppe. Hier. Hätte ich gerade irgendwie auch Bock drauf. Einmal Taschentücher, oder nicht Taschentücher, so... feuchtes Toilettenpapier oder so. Wattepads, Goggles. Das hier sind die Goggles. Face Cream. Stifte. Wo sind denn hier Stifte? Ach, hier oben sind sie. Na, das ging schnell. Ist hier noch was? Nee. Also gibt es jetzt nichts, was ich noch machen kann. Ja. Ich weiß aber nicht, ob ich nicht vielleicht erstmal die Kerze machen sollte, bevor ich zurückgehe. Oder kann... Sie sagt, dass der im... Im Tempel ist. Nicht Tempel. Ja, nee, also ich kann sowieso nicht zurück. Okay. To the Monk? Okay. Ach so, mit dem... mit der Schneeraupe fahren. Okay, das macht natürlich Sinn. Ich dachte, das hätte was mit dieser Baracke zu tun. Mit diesem kleinen Haus. So, jetzt. Das hier muss gerieben werden. Dann muss die hier rein. Klein gehackt werden, klein gehauen werden. Aha. Okay, ja gut, das war jetzt relativ einfach. Schön. Beinahe fertig, jetzt müssen wir nur schauen, ob sie gut brennt. Okay. Neue Aufgabe, vervollständige das Ritual. Ich hätte sie jetzt erstmal hier rausgenommen. Na gut, aber die ist jetzt auch aus dem Glas genommen, also... Das Glas ist mysteriös verschwunden. Nö, ist drauf, oder? Hä? Oh. Help. Murders. Camp. Oh no. Also, ich meine, ich verstehe ja, dass irgendwie das Camp sehr alarmierend klingt. Und sie da ein bisschen da quasi da ihre Priorität jetzt hinsetzt, aber dass sie dieser Befreiung von dem Tierwesen hier überhaupt keine Beachtung schenkt und überhaupt nichts dazu sagt und das einfach so huch weg ist, das finde ich jetzt auch ein bisschen komisch. Hat anscheinend schon eine Menge solcher Sachen gesehen, die gute Britney. Also, aber zurück zum Camp.
Oh my god! Dan! Claire! He killed them all! I need to get the flute to the monk as soon as possible. Okay, das kennen wir ja. Das Ironische ist, wir wissen ja, dass sie jetzt auch gleich sterben wird eigentlich. Von daher eigentlich mega bitter. Wo ist denn die Schlüssel? Wahrscheinlich hier drin? Nee. Hier bei ihm. Sehr geehrte Dame, Herren, keine Ahnung. Es tut mir sehr leid, Sie informieren zu müssen, dass dass kein Professor mit diesem Namen an unserer Universität gearbeitet hat. Ach ja, das hatten wir ja schon mal, dieses Wissen. Oh nein, Dan, nein! Das ist uninteressant. Zu den anderen sagt sie nichts, sagt sie nur... Der Mord ist aber auch schon vor einiger Zeit passiert hier. Der hier auch, so wie die alle eingeschneit sind, fällt mir gerade auf. Ist auch egal, ist auch egal. Also, Schlüssel rein. Und weg geht es. You made it. I was afraid you wouldn't make... Quick, the flute! Ja, ich finde, seine Stimme klingt so unprofessionell aufgenommen. Ja, wie gesagt, wir wissen ja, dass sie sterben wird. Das fand ich jetzt ein bisschen unspektakulär. Nur hübsch, dass man irgendwie noch das Flugzeug gesehen hat, aber irgendwie unspektakulär. Okay, das war dann jetzt Enigmatis 3. Der Schatten von Karkala. Und ja, was gibt's zu sagen zum Spiel? Es hat Spaß gemacht, natürlich. Hübsches Spiel. Aber ich muss ehrlich sagen, ich fand die anderen beiden Teile besser. Irgendwie die Rätsel waren ein bisschen besser. Es gab irgendwie mehr an irgendwie so kleine Spielchen irgendwie, die es jetzt dann doch nicht so sehr gab. Gab da mehr Rätsel irgendwie. Ich fand es irgendwie anspruchsvoller. Und ich fand auch die Geschichte irgendwie, irgendwie nicht so. Also, ich finde, hier war es schon ein bisschen so aus den Fingern herausgezogen hier jetzt. Und das ist jetzt hier im dritten Teil. Und vor allen Dingen irgendwie, das Ende ist irgendwie so ein bisschen unbefriedigend. Jetzt bei beiden Dings, beim Hauptspiel und beim Bonuskapitel, irgendwie ziemlich unbefriedigend. Das ist einfach so plötzlich so, huch, und weg. Schön. Irgendwie. Ich weiß nicht, es fehlt irgendwie was. Es fehlt irgendwie so ein Höhepunkt an dem Ganzen, den es bei den anderen Dings noch viel eher gab, bei den anderen beiden Teilen. Das finde ich irgendwie schade. Das finde ich irgendwie schade, weil es irgendwie halt bedeutet, also, das Spiel hätte besser sein können, als es ist. Naja. Aber nichtsdestotrotz, ich will mich nicht beklagen, weil das Spiel ist immer noch echt ganz gut für ein Wimmelbildspiel. Auch wenn ich jetzt, wenn es ein kleines bisschen enttäuschend dann doch jetzt war. Aber eigentlich völlig in Ordnung und hat mir Spaß gemacht, war auch den Preis wert. Also auf jeden Fall. Und ja, mit diesen etwa, ja, keine Ahnung, Worten, ja, möchte ich mich verabschieden und bedanken fürs Zuschauen und für die Leute, die hier gerade deren unaussprechbaren Namen gerade hier durchlaufen, dafür, dass sie das Spiel programmiert haben und gemacht haben und ja, es war mir ein Vergnügen und wir sehen uns dann bald wieder in einem anderen Let's Play. Also, dann, Tschüsskowski!